Hallo ihr Lieben, ich bin gerade beziehungsweise schon seit einigen Tagen, unter anderem auch heute am Sonntag, bei den Vorbereitungen zu meinem Microsoft Office Adventkalender. Und ich wollte euch mal ganz kurz einen Einblick geben, was euch da alles erwartet. Es gibt nämlich nicht nur Tipps wie in den letzten Jahren, wohl auch als Tutorial, sondern es gibt sogar ein paar, naja, ich würde mal sagen, kleine Workarounds, kleine Workshops, mit denen ich dir zeige, wie du gängige Aufgaben in deinem Büro, in deinem Business erledigen kannst. Unter anderem habe ich gerade Folgendes vorbereitet. Ich versuche mal, ob ich dir das zeigen kann. So. Ich hoffe, das ist jetzt sichtbar. Im Microsoft Office Adventkalender zeige ich dir nämlich, wie du in 5 Minuten, okay, vielleicht auch 6 oder 7 Minuten, aber wirklich super, super easy und schnell, dir so ein Kassenbuch machen kannst. Das bestückst du einmal mit deinen Infos, legst das einmal an und kannst das dann jeden Monat aufs Neue benutzen und hast immer einen super Überblick über deine Einnahmen, Ausgaben. So ein Kassenbuch kannst du natürlich auch anders benennen. Einfache Einnahmenübersicht, Einnahmen-Ausgabenübersicht, wie auch immer. Es geht darum, dir zu zeigen, wie leicht das mit Excel möglich ist. Sowas zu erfassen, sogar mit deinen Farben, mit deinen Schriftarten und so weiter. Und auch, wie easy du deine Daten in Form einer Grafik hier zum Beispiel darstellen kannst. Also, viel mehr will ich überhaupt nicht verraten. Lass dich überraschen. Sei dabei beim Microsoft Office Adventskalender, der am 1. Dezember seine Türchen öffnet. Die Anmeldung dazu ist kostenlos. Und du bekommst dann 24 E-Mails von mir, die dich in diesem Adventkalender führen. Es wäre super cool, wenn du dabei bist. Und es wäre noch cooler, wenn du meinen Adventkalender auch mit Freunden, Bekannten teilst. Je mehr dabei sind, umso schöner. Den Link zur Anmeldung des Adventkalenders schreibe ich oder zeige ich dir unter diesem Live-Video. Es sind, kann ich dir auch schon verraten, mittlerweile schon 240 Anmeldungen, also 240 Teilnehmer dabei, aber da geht noch viel mehr, da bin ich mir ganz sicher. Ich möchte die Zahlen vom letzten Jahr auf jeden Fall toppen und freue mich, wenn du mir dabei hilfst, indem du diesen Beitrag oder den Adventkalender-Link einfach teilst. Alles klar, ich freue mich auf den Start des Adventkalenders. Bis dann!